Möglicherweise fragen manche von euch sich ja, was macht denn der gute Jos die ganze Zeit? Er lässt ja kaum noch was von sich hören. Es ist einerseits richtig, andererseits stimmt es doch nicht. Gut, meine Gesundheit ist ein bisschen klapprig. Ich war einige Male im Krankenhaus und muss auch noch mal dahin. Aber das ist alles nicht so tragisch. Das wird innerhalb des nächsten Monats sich erledigt haben, hoffe ich. Und ansonsten, ja, ich komme eben nicht mehr so viel raus und entsprechend weniger fotografiere ich zum Beispiel. LibriVox.org. Das ist ein gemeinfreies Programm, in dem Menschen wie ich und viele, viele, viele andere in vielen Ländern der Erde Bücher vorlesen. Nicht irgendwelche Bücher, sondern es müssen schon, damit das nicht, das Ganze nicht irgendwie kommerziell abrutscht, gemeinfreie Bücher sein. Die müssen also freigegeben sein, sowohl nach amerikanischem als auch nach deutschem Recht zum Beispiel, wenn es in Deutschland hier stattfindet. Ich habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also, ich sage mal so, zwei dieser Kurzerzählungen habe ich endlich so eingesprochen, dass auch die Administratoren, die strengen Kritiker damit zufrieden waren. Technisch und wie auch immer, sprechtechnisch auch. Und bin gerade an der dritten Kurzerzählung. Bis das zu lesen ist, das dauert noch eine Weile. Das mache ich anders, als ich früher schon oft gemacht habe für Kinder. Das waren meine Märchen. Das blende ich gleich auch nochmal ein, wo ihr das findet. Aber jetzt mache ich im Grunde genommen hauptsächlich Bücher für Erwachsene, alte Bücher. Bücher, die ich mag. Bücher aus meiner Jugend. Zum Beispiel lese ich gerade einige Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Der Kutscher hatte gehört, dass sie dem Obersten mit freundlichen Worten Lebewohl sagte. Ebenso gewiss war aber auch, dass sie sich bei ihrer Rückkehr sofort in ein Zimmer begeben hatte, wo sie sicher war, ihren Gatten nicht zu treffen, dass sie sich eine Tasse Tee bestellte, eine bei Frauen beliebte Nervenberuhigung, und dass sie ihrem Mann, sobald er eintrat, die heftigsten Vorwürfe zu machen begann. Briefe erhielt er selten, denn seine Rechnungen bezahlte er bar und Freunde irgendwelcher Art hatte er nicht. Aus Indien, sagte er, indem er den Brief nahm. Der Stempel von Pondicherry. Was kann das sein? Er riss den Umschlag heftig auf und fünf kleine trockene Apfelsinenkerne fielen herab auf seinen Teller. Ich musste darüber lachen, doch erstarb das Lachen auf meinen Lippen, als ich den Ausdruck in den Zügen meines Oheims gewahrte. Sein Mund war verzerrt, die Augen traten hervor, seine Farbe war aschgrau geworden, und noch immer starrte er auf den Umschlag in seiner zitternden Hand. K, 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 stieß er hervor. Mein Gott, meine Sünden kommen herab auf mein Haupt. Arbeit beginnt eigentlich dann erst hinterher. Das sind immer Textstücke von etwa einer knappen halben Stunde, die ein Kapitel sozusagen bilden von der Kurzgeschichte. Und das muss man dann wirklich Wort für Wort letztlich durchgehen, darauf achten, versuchen darauf zu achten, dass man keinen Versprecher übersieht, das korrigiert und vor allen Dingen, man muss doch noch eine Menge Feinarbeit leisten, Pegel richtig einstellen und. Aber das macht einen Mordsspaß. Mir macht es jedenfalls Spaß. Und ja, wer Lust hat, kann ja mal reinschauen in LibriVox.org. LibriVox.org. Hört mal rein, in ein paar Wochen oder so sind dann auch die ersten Texte von mir dort. Tschüss.